Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, ganz herzlich willkommen zu Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch und selbstverständlich gut gelaunt am Montag, dem 28. September des Jahres 2020. Viele interessante Themen. Gestern großer Abstimmungs-Supersonntag mit einer geballten Ladung von Vorlagen. Gewisse Leute, auch ich, hatten bereits den Eindruck, dass das Fuder derart überladen und befrachtet wurde, dass man gar nicht mehr die Übersicht behalten konnte über die zahllosen Vorlagen, über die abzustimmen waren. Ich rede jetzt nicht nur von den eidgenössischen Vorlagen, sondern auch von den kantonalen. Da wurde man geradezu bombardiert mit einer Überfülle von politischen Behelligungen. Und das ist natürlich auch ein ganz heißes Thema, denn wenn man einfach zu viel hat, zu viel ist zu viel, kann man als Stimmbürger möglicherweise gar nicht mehr die entsprechenden Daten verarbeiten. Aber trotzdem, es wurde entschieden, und was entschieden wurde, das gilt selbstverständlich. Die Ergebnisse der 5 eidgenössischen Urnengänge liegen vor. Die Begrenzungsinitiative, das war ja die heiß erwartete und auch am meisten umstrittene Initiative, da lagen die Befürworter auf unter 40%, aber deutlich über dem Anteil der SVP, ungefähr im erwarteten Bereich. Gründe, ich werde dazu dann in der Weltwoche noch mehr schreiben, aber ganz kurz angetönt, selbstverständlich die Corona-Krise, Abstimmungskampf eher mau. Es war natürlich für die Initianten schwierig, hier eine Mobilisierung zu machen, weil Großveranstaltungen nicht möglich waren. Auch ein wichtiger Faktor, aber sicher kein entscheidender. Keine Lust auf Experimente bei den Leuten, die Angst vor einer Ausrede der Chefs, der Bosse zu Entlassungen war zu groß. Also ich habe das ja in dieser Sendung auch schon mal dargelegt, dass eben, ich glaube, viele Leute die Befürchtung hatten, wir möchten unseren Arbeitgebern keinen Vorwand, kein Alibi bieten, um uns dann zu entlassen in diesen ohnehin wirtschaftlich angespannten Zeiten. Quasi, ja, wenn ihr uns jetzt mit dieser Begrenzungsinitiative noch Schwierigkeiten macht mit der Europäischen Union, sehen wir uns erst recht gezwungen, die euch zu entlassen. Ich glaube, in diese Richtung wollte man nicht gehen, obwohl es sicher viele Leute gab, die der Meinung sind, dass man die Zuwanderung begrenzen soll. Also dieses Thema wichtig. Dann natürlich die quasi geballte Abstimmungsfront der Gegner dieser Initiative, allem voran der Bundesrat. Ich habe in dieser Sendung ja auch thematisiert die offenkundigen Unwahrheiten im Abstimmungsbüchlein, wo geschrieben wurde, dass wenn man hier zustimmt, würde die Schweiz die Möglichkeit verlieren, Güter in die EU zu exportieren. Das ist falsch, aber wenn das natürlich alle maßgeblichen Kräfte im Land behaupten und die paar Mohikaner der SVP hier dagegen halten, muss man sich auch nicht die Frage stellen, wem man vielleicht eher glaubt. Also das ist sicher ein Faktor, also die Angst vor dieser, und wie ich meine, unbegründete Angst, dass eine Annahme der Initiative zu einem Zusammenbruch des Exports in die Europäische Union geführt hätte. Und da muss man natürlich auch sagen, dass die reale Zuwanderung in den letzten 6 Jahren seit Annahme der Masseneinwanderungsinitiative tatsächlich auch zurückgegangen ist. Also das Problem der Migrationsschäden wurde als nicht so unmittelbar empfunden wie die Bedrohung, die konkrete Bedrohung, den eigenen Job zu verlieren. Also so gesehen ist das ein nachvollziehbares Votum. Kampfjet, auch interessant, haarscharf. Kostenbedenken wegen Corona mögen hier ausschlaggebend gewesen sein. Die Armee fristet offensichtlich im Bewusstsein, im Kollektivbewusstsein vieler Schweizerinnen und Schweizer ein Schattendasein. Hohe Mobilisierung der urbanen Gegner. Das gleiche gilt fürs Jagdgesetz. Hier haben sich die urbanen Städte gegen das Land durchgesetzt. Vaterschaftsurlaub, Wunsch nach mehr Staat. Ebenso Vorlage der Kinderabzüge. Also da dringt etwas das Lebensgefühl der fremdfinanzierten Urlaubs- und Freizeitwege durch. Also die Schweizerinnen und Schweizer lassen an diesem Sonntag eine gewisse Empfänglichkeit für das süße Gift des Sozialismus erkennen. Das in aller Kürze die Abstimmungsanalyse, aber ich werde dazu dann noch mehr schreiben in der nächsten Weltwoche. Spannender Artikel von Rico Bandle, dem früheren Weltwochemann, in der Sonntagszeitung. Die Stadtregierung von Bern war gewarnt
vor der Demo auf dem Bundesplatz der letzten Woche. Fedpol wie Kantonspolizei haben diese Kundgebung als wahrscheinlich erachtet, und zwar in Analysen, wie sie sie vor jeder Session machen. Das ist ein offenkundiger Widerspruch zu den Aussagen des grünen Barons, des Stadtpräsidenten von Bern, Alec von Graffenried, der in der Arena sagte, man habe keine Ahnung gehabt, man sei völlig überrascht worden. Stellt sich natürlich die Frage, sagen Alec von Graffenried und Polizeidirektor Reto Nause die Wahrheit? Wollte de Graffenried, der Grüne, die Demo gar nicht verhindern? Stellte er seine Ideologie über sein Amt? Fragen über Fragen. Alles steht lehrbuchmäßig im öffentlich zugänglichen Handbuch von Extinction Rebellion. Das ist sehr interessant. Bandle hat das aufgedeckt, dass diese Demo in Bern genau nach diesen Vorgaben der entsprechenden Organisation verlaufen ist. Und zwar muss man sich das ungefähr so vorstellen, die Anweisungen geht in die Hauptstädte, also an die Demonstranten, so wird das bei Extinction Rebellion festgehalten, geht in die Hauptstädte, geht dorthin, wo Politiker und mediale Aufmerksamkeit vorhanden ist. Die Journalisten sind eure Freunde. Das finde ich ganz interessant. Also Extinction Rebellion erachtet die Journalisten als die Freunde dieser rechtsbrechenden Klimaaktivistinnen und Extremistinnen. Also die Journalisten sind eure Freunde. Lasst euch wegtragen, bleibt sitzen, das gibt gute Bilder. Die Politiker können nur verlieren. Nur schon durch eine kleine Minderheit, die hier vielleicht die Contenance verliert. Und man leitet diese Demonstranten dazu an, die Behörden zu einer Überreaktion zu verleiten, um das dann eben in den sozialen Medien emotionsbeschleunigend, emotionsintensivierend zu verbreiten. Also das hier, das Drehbuch der Aktivisten, der Extremisten, genau so ist es abgelaufen. Und das ist natürlich interessant, wenn die Fedpol und die Kantonspolizei davon ausgegangen sind, dass es zu so einer Kundgebung hätte kommen können, dann muss sich hier die Berner Stadtregierung selbstverständlich verantworten. Interessant ja auch, dass die Stadtregierung diese Jungen einfach unbehelligt hat, ihr Pfadilager aufbauen lassen, mit Zelten, mit Heuballen und so weiter. Auf das Angebot, an einen anderen Platz zu gehen, sind diese Demonstranten nicht eingestiegen. Also es ist ihnen darum gegangen. Und ich habe ja am Freitag noch in der Arena mit der Jungsozialistin Jansen gesprochen. Sie ist die Präsidentin der Jungsozialisten. Und ich habe sie gefragt, ja, sie hat dann gesagt, ja, das sei unglaublich, man wolle den Jungen das Demonstrationsverbot, Versammlungsfreiheit wegnehmen. Da habe ich dann gesagt, nein, das stimmt ja gar nicht. Man hat euch ja angeboten, auf einen anderen Platz zu gehen. Ich habe gesagt, nein, man muss eben dorthin, wo die Aufmerksamkeit ist. Da habe ich sie gefragt, ja, wieso geht ihr da nicht gleich in den Parlamentssaal hinein? Also Sie sehen, da schärpelt es natürlich das Bewusstsein dieser jungen Leute für Eigentum und Recht und Ordnung ist nicht so wahnsinnig stark ausgeprägt. Sie sind der Meinung, dass ihre großartige, wundersame, wundergroßartige, wunderbare Gesinnung über dem Rechtsstaat stehe. Jetzt stärken wir wieder etwas in die Europapolitik ein. Begrenzungsinitiative war ja eine ganz wichtige Sache, auch scharf beobachtet in Brüssel. Was machen die Schweizer? Schneiden sie da diese Verbindungslinie ab oder wird da ein gewisses Annäherungs- oder zumindest Status Quo-Erhaltungsempfinden sichtbar? Das wurde scharf analysiert in Brüssel und jetzt natürlich nach der Annahme bzw. nach der Ablehnung dieser Begrenzungsinitiative drücken die Politiker in Brüssel aufs Gas. Da kommen jetzt also schon alle wohlmeinenden, leicht herrisch auch maßregelnden und etwas Druck aufsetzenden Verlautbarungen aus dem Zentrum der Europäischen Union. Charles Michel zum Beispiel, der Präsident des Europäischen Rates, drohte bereits am Freitag auch den Briten. Man werde in Zukunft also viel härter durchgreifen bei Staaten, die in den Binnenmarkt der EU einsteigen wollen und werde da auch keine Ausnahmen dulden. Die EU fordert jetzt eine rasche Umsetzung des Rahmenabkommens. Sie setzt da auf Zuckerbrot-Zugeständnisse und auf Peitsche, harte Tourdrohungen, Maßnahmen bei der Forschung oder der Börse. Das ist einfach interessant. Es wird jetzt so weitergehen. Der Bundesrat wird sich mit der EU verständigen. Sie werden dann auf den drei Punkten Nachverhandlungen oder Gespräche führen. Diese drei Punkte, Staatsbeihilfen, die ganze Frage der Unions
Bürgerrichtlinie und der flankierenden Maßnahmen des Lohnschutzes. Das sind drei Nebenaspekte des Rahmenabkommens aus meiner Sicht. Die werden jetzt aber ins Zentrum geschoben. Der Befürworter dieses Abkommens, die tun jetzt so, als seien diese drei Punkte das ganz Entscheidende. Dabei ist das Entscheidende, dass wir durch dieses institutionelle Abkommen europäisches Recht übernehmen müssen und auch im Zweifelsfall unter die Gerichtsbarkeit des EuGH, des Europäischen Gerichtshofs, fallen würden. Also wir würden hier stark unsere Unabhängigkeit verlieren mit allen Folgen, auf die dann noch einzugehen sein wird. Also das ist jetzt die Diskussion und es wird so laufen, dass man bei diesen drei nebensächlichen Punkten eine Art Einigung finden wird. Das wird dann als großer Durchbruch gefeiert und mit dem versucht man dann, dieses Rahmenabkommen durchzudrücken. Wie ist da die politische Ausgangslage? Ich glaube, 38% der Begrenzungsinitiative, also die da zugestimmt haben, die sind sicherlich auch gegen das Rahmenabkommen. Da geht jetzt der Widerstand über die eigentliche SVP hinaus. Bei der Begrenzungsinitiative war sie allein. Beim Rahmenabkommen sind auch noch andere Kreise sehr, sehr kritisch. Die Frage wird sein, ob diese Kreise, unter anderem der Altbundesrat Johann Schneider-Ahmann, ob die dann auch stehen bleiben, wenn es hart auf hart, wenn es eng wird. Wahlen im Kanton Schaffhausen, auch das interessant. Grüne und Grünliberale werden stärker im Parlament, aber kaum Linksrutsch, weil die SVP mit 20 Sitzen, ein Sitzverlust, mit Abstand stärkste Partei bleibt. Auch die SV und die SP ebenfalls ein Mandat verliert, jetzt 12. Die Juso haben ihr einziges Mandat verloren. Die FDP mit 8 jetzt verliert ein Mandat. EVP erhält ein zweites, insgesamt recht stabil. Farbe Grün ist nicht in der Regierung vertreten, weil da bereits früher gewählt wurde. Zum Schluss noch ein Wechsel ins Ausland. Donald Trump, der amerikanische Präsident, will die Justiz prägen und rasch nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg die konservative katholische Abtreibungsgegnerin Amy Coney Barrett fürs höchste US-Gericht ernennen. Interessant, die Medien, die ja immer betonen, wie politisch unbefleckt und unabhängig die höchsten Richter angeblich sind, schreiben eigentlich nur über die politischen Prägungen dieser Richter. Sie sagen also, vor allem die linken Medien, Tagesanzeiger, unannehmbar, diese konservative Juristin, weil sie ist Abtreibungsgegnerin. Also Sie sehen, wenn wir aufs Ausland blicken, unsere Medien betonen nur den politischen Charakter der Richter. Wenn wir über die Schweiz sprechen, sind die gleichen Journalisten nicht mehr bereit zuzugeben, dass eben Richterwahlen ein hochpolitischer Akt sind. Ist ja logisch, das sind ja Menschen mit Überzeugungen und die dringen auch durch. Für Trump ist es insgesamt eine gute Woche gewesen. Er hat es recht geschickt gemacht, würdigt die Verstorbene, also die Richterin, nominiert kaltblütig, wenn man so will, eine andere Frau sehr schnell, die auf seiner politischen Linie ist, womit er kurz vor den Wahlen bei einem wichtigen Wählersegment punkten kann. Und es pressiert, das könnte auch für den Fall, dass er unwahrscheinlich im Fall, wie ich meine, dass er abgewählt würde, hätte Trump dann eigentlich sein Vermächtnis politisch schon installiert, nämlich 6 von 9 Bundesrichtern jetzt konservativ pro Waffenbesitz, gegen Abtreibungen, gegen Obamacare. Das sind die, wenn man so will, die Gefechtsbewegungen in den USA. Meine Damen und Herren, ich bin bereits am Ende meiner Ausführungen angelangt. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt Weltwoche Daily, die andere Sicht. Vielen Dank und alles Gute.